Hey Leute, Kevin hier. So, heute mal wieder ein Thema, was, ich würde mal sagen, alles andere als intuitiv und einfach zu verstehen ist. Aber ein Thema, was schon mir persönlich und wahrscheinlich auch dem einen oder anderen von euch schon mehrere tausend Euro gekostet hat. Und zwar das Thema Slippage. Das heißt, heute schauen wir uns mal im Video gemeinsam an. Erstens, was denn überhaupt Slippage ist. Zweitens, wie das Slippage entsteht. Und wenn du die zwei Punkte verstanden hast, dann ist auch völlig logisch, wie du Slippage vermeiden kannst. Und darauf gehen wir dann zum Schluss auch noch ein. Also zunächst mal kurz zur Definition. Und zwar ist Slippage im Prinzip nur der Preisunterschied zwischen dem Zeitpunkt, wo du eine Transaktion bestätigst und dem Zeitpunkt, wo die Blockchain deine Transaktion bestätigt hat. Das heißt, innerhalb von diesem Zeitraum, da kann der Preis entsprechend ändern. In den meisten Fällen auch entgegen deiner Gunsten. In seltenen Fällen kann es allerdings auch positiv sein. Das heißt, immer dann, wenn du jetzt beispielsweise eine Transaktion bestätigst und du erwartest den Preis X, bekommst aber dann den Preis Y, dann ist von Slippage die Rede. Also jetzt, wenn du beispielsweise dann einen Bitcoin in 20.000 DFI umwandeln möchtest, aber bekommst dann nur 19.990, das war das Slippage. Und grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Szenarien, wie dieses Slippage entstehen kann. Das erste Szenario ist das, dass im Prinzip ganz kurz vor deiner Transaktion noch eine Transaktion von jemand anders durchgeht, dadurch, dass Proof-of-Stake ganz leicht verschoben wird und du dann einen anderen Preis bekommst. Und das bedeutet wiederum, dass bei irgendwelchen Stoßzeiten, also wo relativ viel getradet wird, da kann es auch unter Umständen so sein, dass dieser Part vom Slippage entsprechend deutlich höher ist. Und der Part vom Slippage ist auch leider nicht berechenbar. So, zweites Szenario, das geht einfach darauf zurück, wie dezentrale Exchanges bzw. Liquidity Pools, wie das Ganze funktioniert. Der Vorteil dort, das können wir zu 100% berechnen, der Nachteil da, ja, es wird so ein bisschen kompliziert. Okay, dann lass uns jetzt dieses, ich würde mal sagen, relativ komplexe Thema mal ein bisschen einfacher runterbrechen. Und zwar, lass uns da mal ganz vorne starten. Und zwar, einer der Hauptunterschiede zwischen einer zentralen Exchange und einer dezentralen Exchange ist ja der, dass eine dezentrale Exchange kein Orderbuch hat. Das heißt, da hilft dir im Prinzip keine dritte Partei aus, damit jetzt diese ganzen Kaufaufträge und Verkaufsaufträge zusammen gematcht werden. Stattdessen ist es bei der dezentralen Exchange so, dass du dann einen Automated Market Maker hast. Und das ist im Prinzip nichts anderes als ganz, ganz viel Code, ganz viele Smart Contracts, die das versuchen zu automatisieren. Wenn die jetzt allerdings nicht kurz hier mit dem Finger schnipsen können und irgendwelche Tokens herzaubern können, greifen die auf so eine Art Bankkonto zurück, wo sich die entsprechenden Tokens drin befinden, die sogenannten Liquidity Pools. Und da kannst auch beispielsweise du als Nutzer einfach mitmachen, indem du die bei ihrer Arbeit unterstützt, indem du dort beispielsweise immer im Verhältnis 1 zu 1 die entsprechenden Tokens einzahlst. Also jetzt als Beispiel 10.000 Euro in Bitcoin und 10.000 Euro in DFI, dass du die entsprechend in diesen Pool einzahlst. Und immer dann, wenn jetzt beispielsweise jemand Bitcoin in DFI tauscht, dann ist von einem sogenannten Swap die Rede. In Wirklichkeit ist es allerdings nicht so ein wirklicher Tausch, sondern was du eigentlich machst ist, du zahlst auf der einen Seite beim Pool was ein und bekommst dann eine Auszahlung auf der anderen Seite. Das heißt, im Prinzip der Preis von der dezentralen Exchange, der bestimmt sich immer dadurch, wie dieses Poolverhältnis derzeit steht. Okay, war jetzt relativ komplex, lass uns dazu mal ein Beispiel machen, damit das Ganze ein bisschen anschaulicher wird. Also stellt jetzt mal beispielsweise vor, wir haben einen Liquidity Pool mit auf der einen Seite 10 Bitcoin und auf der anderen Seite 200.000 DFI. Das heißt, wenn wir diese 200.000 DFI jetzt mal durch die 10 teilen, da kommen wir derzeit auf einen Preis von 1 Bitcoin, entspricht ganzen 20.000 DFI. Und gleichzeitig haben wir jetzt bei der DEX eine Art Schieberfunktion. Das heißt, du schiebst auf der einen Seite was rein und auf der anderen Seite schiebst dann was raus. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise 40.000 DFI auf der Seite reinschieben würdest, dann würdest du ja wahrscheinlich intuitiv sagen, dass jetzt ganze 2 Bitcoins rauskommen müssten, weil ein Bitcoin ja ganzen 20.000 DFI entspricht, oder nicht? Ja, in der Praxis ist es leider ein bisschen weniger aufgrund des Slippage. Und um das zu erklären, stell dir einfach mal vor, dass wir diese Transaktion, also diese 40.000 DFI in Bitcoin, dass wir die einfach mal in 2 Stücke teilen. Das heißt, du tradest im Prinzip zweimal 20.000 DFI. Und tun wir jetzt mal einfach vereinfacht gesagt sagen, beim allerersten Trade fällt kein Slippage an. Das heißt, du schiebst 20.000 DFI rein und ein Bitcoin, ein voller Bitcoin geht danach raus. Das heißt, danach haben wir ein Poolverhältnis von 220.000 DFI zu 9 Bitcoin. Wenn wir jetzt allerdings mal erneut den Preis von Bitcoin ausrechnen, also diese 220.000 durch 9, dann stellen wir fest, dass ein Bitcoin derzeit ganze 24.444 DFI wert ist. Das heißt, wenn du jetzt nochmal 20.000 DFI reinschiebst, dann bekommst du nicht einen vollen Bitcoin raus, sondern nur 0,82. Das heißt, statt den geplanten ganzen 2 Bitcoins hast du im Endeffekt nur 1,82 bekommen und jetzt ist dann ein Verlust gemacht von so rund 9%. Und das ist das sogenannte Slippage. In unserem vereinfachten Beispiel haben wir ja gerade nur die Transaktion in 2 Teile geteilt. Jetzt stell dir mal vor, dass wir die Transaktion in ganze 40.000 Teile teilen. Das ist jeden einzelnen DFI einzeln rausschieben und dann im Prinzip auf der anderen Seite Bitcoin rausbekommen. Dann würdest du im Prinzip feststellen, dass das Slippage beim allerersten DFI 9 Null ist und beim 40.000. DFI damit Abstand am höchsten ist. Und das liegt an der sogenannten Constant Product Formula. Das heißt, wenn du dir das Ganze mal als Schaubild vorstellst, dann ist das eine asymptotische Kurve, wo wir im Prinzip hier in der Mitte starten, also wo das Poolverhältnis noch 1 zu 1 ist. Und je mehr DFI jetzt du tatsächlich in Bitcoins umtauschst, desto mehr verschiebt sich dieses Verhältnis. Das heißt, du musst immer mehr DFI reinschieben und bekommst verhältnismäßig relativ wenig Bitcoins raus. Und das Slippage, das ist jetzt im Prinzip nur der Preisunterschied zwischen deinem Startpreis und dem Endpreis,
dieses gelbe Dreieck da dazwischen. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise in unserem Beispiel, wenn wir nicht 40.000 EFI getradet hätten, sondern 80.000, dann wäre das Dreieck deutlich größer und das Slippage dementsprechend deutlich größer. Oder beispielsweise, wenn wir nur 20.000 getradet hätten, Slippage wäre deutlich kleiner. Jetzt, wo du hoffentlich verstanden hast, was das Slippage ist und wie das Ganze entsteht, ist es auch relativ einfach und logisch, wie du das Ganze deutlich verringern kannst. Und zwar kommt es immer auf zwei verschiedene Größen an. Und zwar zum einen die Poolgröße und zum anderen deine Tradinggröße. Und da kannst du grundsätzlich merken, je größer der Pool und je geringer deine Transaktion vom Wert her, desto weniger wirst du in den Pool verzerren, desto geringer ist auch dein Slippage. Das heißt jetzt beispielsweise, wenn du ein 100-Euro-Trade machst in einem Pool, der 100 Millionen groß ist, also ganz ehrlich, Slippage vernachlässigbar klein. Wenn du jetzt allerdings, sag mal, 100.000 durchschieben möchtest in einem Pool, der nur eine Million groß ist, da haut das Slippage ziemlich rein. Jetzt aus der Praxis würde ich sagen, dass dieses Slippage erst wirklich dann relevant ist, wenn du jetzt beispielsweise mehr als 0,5% von der Poolgröße traden möchtest. Also jetzt beispielsweise, wenn du mehr als $5.000 auf einmal durchschieben möchtest, in einem Pool, der, ich sag mal, nur so rund eine Million groß ist, dann kann man sich schon die ein oder anderen Gedanken machen, ob da nicht irgendwie, ja, ob man das Ganze nicht ein bisschen geschickter angehen kann. Oder auch beispielsweise, als diese ganz neuen 4 Stock-Tokens jetzt live gingen, da war ganz am Anfang dieser Pool nur $50 groß. Und dann innerhalb von ein paar Stunden war schon mit mehreren Tausend und so weiter. Aber auch da hat man jedes Mal gesehen, wenn irgendein unwissender Anfänger reinkam, hat das Poolfairness komplett verzerrt. Also komplett. Und irgendwelche Arbitrageure, für die war dann wieder Weihnachten, weil sie ja einen relativ einfachen, sicheren Gewinn einsacken können. So, jetzt ist also die Frage, wie du das Ganze umgehen kannst. Und da hast du auch grundsätzlich zwei verschiedene Optionen. Die erste Option ist die, dass in deiner Transaktion einfach Stück ist. Das heißt, anstatt jetzt beispielsweise $20.000 auf einmal durchzuschießen, könntest du auch beispielsweise $10 jetzt und dann sagen wir mal 15 Minuten später nochmal $10.000. Das heißt, was dann passiert ist, du machst den ersten Trade, wir starten bei einem Poolfairness von 1:1, dann verschiebt sich das Poolfairness leicht, dann sorgen Arbitrageure natürlich wieder dafür, dass das Poolfairness zurückgeht. Und dann machst du deinen zweiten Trade, dann verschiebt sich's nochmal und dann später sorgen wieder Arbitrageure dafür, dass das Verhältnis durchgeht und dein Slippage ist schon mal deutlich geringer. Jetzt bei einer DEX kannst du leider keinen Zielpreis eingeben, ganz einfach deshalb, weil es kein Orderbuch gibt. Das heißt, eine DEX hat überhaupt keinen blassen Schimmer, was die ganzen Marktteilnehmer derzeit bereit sind, für die entsprechenden Assets zu zahlen, weil eben kein klassisches Market-Making stattfindet. Das heißt, wenn du jetzt mal wirklich riesen Investments machen möchtest, also sagen wir mal Millionen, Milliardenhöhe, dann ist es auch in aller Regel so, dass du bei zentralen Exchanges einen deutlich besseren Preis bekommst, als es beispielsweise bei einer DEX. Und die zweite Variante, wie du das Slippage verringern kannst, ist im Prinzip, dass du bei der DeFi-Chain Light Wallet einfach bei Transaktionen auf Slippage klickst, dann bekommst du da verschiedene Optionen, 1%, 3%, 5% oder Wunschbetrag. Und sollte dann das Slippage bei deiner Transaktion tatsächlich höher sein, dann geht deine Transaktion nicht durch. Aber wichtig an der Stelle, der Punkt ist so wichtig, das schützt dich nur gegen das Slippage durch andere Marktteilnehmer. Das schützt dich nicht vor dem Slippage dadurch, dass im Prinzip das Poolverhältnis durch deine Transaktion verschoben wird. Weil der Part, der ist ja komplett berechenbar, das heißt die App tut das im Prinzip bei dem angezeigten Preis schon einkalkulieren. Der Part durch andere Marktteilnehmer, der ist nicht berechenbar. Das heißt, da schaut die App tatsächlich, okay, wie hoch ist es gerade das Slippage, geht deine Transaktion durch oder nicht. Das heißt, es ist in der Praxis, wenn dir die App beispielsweise anzeigt, dass du volle 10 Tesla-Tokens bekommen solltest und dann kommen nur 9,9 raus, dann liegt das ausschließlich an einem Slippage durch andere Marktteilnehmer. Das hat nichts mit der asymptotischen Kurve zu tun, weil das ist in der App schon einkalkuliert. Oder zweites Beispiel, wenn du jetzt beispielsweise die ganzen Live-Werte von der DEX in Excel-Tabelle ziehst und dann kommt in der Excel-Tabelle raus, dass du eigentlich volle 10 Tesla-Tokens bekommen solltest und dann machst du einen Trade und es kommen nur 9,7 raus, dann liegt das sowohl in den anderen Marktteilnehmer als auch an der asymptotischen Kurve, außer natürlich, dass in deiner Excel-Tabelle mit einkalkuliert mit dieser asymptotischen Kurve und so weiter. Aber ja, wenn du mathematisch so fit bist, dann schreib mir gerne eine E-Mail. Das würde ich auch gerne lernen. Und solltest du dir unsicher sein, wie groß jetzt diese ganzen Liquidity-Pools sind, dann kannst du das entweder in der App direkt nachschauen oder du gehst einfach unten auf die Website, die ich dir verlinkt habe, crypto-sprungbrett.com. Da ist im Prinzip alles auf einen Blick dargestellt, wie groß die einzelnen Pools sind und so weiter, dass du mal so ein Gefühl dafür bekommst, wie viel du jetzt tatsächlich in welchem Pool, ich sag mal, sorglos durchschieben kannst und ab wie viel es vielleicht Sinn machen könnte, das Ganze entsprechend zu splitten. Und wenn ich dir mit dem Video mehrere Hunderte oder mehrere Tausende Euro in die Zukunft eingespart habe, dann lass ein Like da, lass ein Abo da und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Mach's gut.